Das Kriegstagebuch von Georg Query, gelesen für LibriVox.org, von Dirk Weber, Rheinberg. Das Landsturmbataillon Weilheim zog aus, weit ins Russische hinein. Ich nahm am Bahnhof von dem alten Jugendfreunde Abschied. Hans, sagte ich zu meinem Lieblingskameraden. Hans, vergiss nicht, ein Tagebuch zu führen. Deine Kinder werden einmal mit Stolz darin blättern. Er sah mich mit einem bedauernden Lächeln an und klopfte heftig auf seinen linken Brustfleck, hinter dem sich eine pralle, viereckige Masse ohne weiteres als Notizbuch darstellte. Kaliber Schwartemagen. Er zog das Ding hervor und ließ die Unzahl seiner Blätter rauschen. 300 Seiten, sagte er stolz. Da wird ein bissel was hinein erlebt, das merkst dir. Da wirst Augen machen, wann ich's dir einmal unter die Nase halt. Und fuhr ins Russische hinein, der Hans. Eines Tages kam er von Warschau in Heimatsurlaub. Hans, was macht dein Bücherl? Was für ein Bücherl, gab er verdrossen zurück. Na, das dicke Buch halt, hast schon viel hineingeschrieben. Ja, ja. Aber er machte weder Miene, die Faust wieder auf dem Brustfleck hämmern zu lassen, noch die pralle Masse hervorzuziehen, die noch immer den Waffenrock eng machte. Gut, wenn nicht, denn nicht. Aber abends am Stammtisch musste er mich doch in das Bücherl gucken lassen. Er hatte 5, 6 Seiten mit dem Bleistift vollgekritzelt, einen Ortsnamen hinter dem anderen, ein Fünftel fast richtig, 2/5 falsch und der Rest unleserlich. Aber es war alles schwarz auf weiß festgenagelt, was es von München bis Lodz an Stationen und Stationchen gab. Mensch, sind das die ganzen Eindrücke? Hm? Warum hast du nicht mehr geschrieben? Es gibt halt nicht mehr Ortschaften auf dem Weg. Ortschaften, Ortschaften, aber die Erlebnisse. Du, sagt er plötzlich ganz giftig, sei mir nur Staat mit denen Erlebnis. Fahr du einmal 7 Tag und 7 Nacht in einem Trumpf fort und darfst bei Tag und Nacht kein Aug nicht zudrucken, wegen dem damischen Notizbücherl. Hans! Jawohl, weil mich die anderen eilwald geweckt haben und haben gesagt, Hans, da ist wieder eine Station, die musst dir aufschreiben. Dafür hast dein dicks Notizbücherl mitgenommen. Allweil hat mich wieder ein anderer aufgeweckt. Du, ich sag's dir im Gurten. Von dem Notizbücherl will ich im Urlaub nichts mehr hören. Ja, ich verstand. Und als er wieder nach Warschau abdampfte, schüttelte ich ihm lächelnd die Hände und schielte auffällig nach seinem linken Brustfleck. Freilich hab ich's verbrennt, schrie er fröhlich. Freilich! Wurst, wie gut schlorf die 7 Nächt. Ende von Das Kriegstagebuch. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.